Das neueste Was man sät Event ist live, welches ich in diesem Video vorstellen und Tricks zum schnelleren Freischalten aller Objekte teilen möchte. Das Event hat hier im Hauptmenü direkt einen eigenen Reiter erhalten. Hier sehen wir alle Belohnungen, die wir erhalten können, und es sind wirklich eine ganze Menge, wenn man hier mal durchscrollt. Es sind natürlich einige Sachen, die wir auch schon im Basisspiel haben, die dann im Live-Modus eingelöst werden, aber es sind natürlich auch ein paar neue Gegenstände dabei. Ich glaube, das Event ist wirklich nicht zu übersehen. Wenn man im Live-Modus ist, wird man auch direkt hier nochmal begrüßt. Was ich aber ganz leicht irritierend finde, ist, dass dieser Button fürs Event oben links immer angezeigt wird. Nur einen Anruf entfernt und Assistent des Sensenmanns können wir diese Woche machen. Ein Schnitterfon kaufen, beanspruche die Eventbelohnung und kaufe über den Baumodus in der Kategorie Elektronik ein Schnitterfon und Geister zu Ambrosia befragen. Da hatte ich im ersten Moment sehr Angst, der Seance-Tisch gehört jetzt zum Paranormale Phänomene Accessoire-Pack. Und ich dachte, hier wäre dann so ein kleiner Haken, dass die Sims-Entwickler einen quasi dazu bringen wollen, verschiedene Packs zu kaufen, um im Event weiterzukommen. Aber es ist tatsächlich nicht so. Wenn ihr das Pack nämlich nicht besitzt, dann taucht diese Option gar nicht erst auf. Aber, liebe Entwickler, ich behalte euch natürlich im Auge. Nicht, dass ihr das dann in nächsten Events dann so als kleines Schlupfloch benutzt, um uns zu mehr Packs zu drängen. Bei Assistent des Sensenmanns ist drei Sims zu Ambrosia befragen und Samenpaket Blumen für Einsteiger bestellen zur Auswahl. Solange die Post kommt, habe ich hier direkt mal ein Haus platziert und das Haus wird zudem mit einem Seance-Tisch versorgt, damit wir die andere Aufgabe ebenfalls machen können. So, Geister zu Ambrosia befragen. Ich glaube, mit unserer Seance ging es jetzt auch so gut voran, dass wir unsere Aufgabe hier erledigt haben. Huch, das ging wirklich schnell. Jetzt haben wir hier schon unsere erste Belohnung erreicht. Hinter diesen Hasen verbirgt sich übrigens auch eine neue Sammlung, aber ihr könnt die Hasen wirklich nur hier sammeln. Was ich persönlich am Event ja ganz cool finde, ist, dass die Sims-Entwickler hier so unbekanntere Features wie das Ambrosia machen, mehr in den Vordergrund rücken und dann mit so einem Event auch ein bisschen mehr Kontext geben. Du siehst so aus wie jemand, der was über Ambrosia wissen könnte, dann können wir diese Aufgabe auch schon mal direkt ein bisschen abklappern. Da haben wir es auch schon nach Ambrosia-Fragen. Ambrosia, ich weiß nicht genau, wie man das herstellt, aber wenn ich es wüsste, würde ich damit einen Geist zurück ins Leben holen. Es ist ja echt einfach, hier an neue Sachen zu kommen. Jetzt haben wir schon wieder eine neue Belohnung freigeschaltet. Das Schnitterfon. Das Schnitterfon gibt es in verschiedenen Farben. Und zwar diese hier, auch ein Pinkton ist mit dabei, mit dem wir dann ebenfalls den Sensenmann herbeirufen können, als Special Interaktion mit diesem Objekt. Da ist er auch schon. Ob der so begeistert ist, dass wir Ambrosia machen wollen? Ich glaube, damit merkt ihr auch schon langsam, in was für eine Richtung dieses Event geht. Auch wenn jetzt hier höchstwahrscheinlich nicht die schwierigsten Sachen mit dabei sein werden, finde ich das trotzdem irgendwie nett. Es ist mal ein bisschen was anderes. Man lernt neue Gameplay-Mechaniken mit diesem Ambrosia kennen. Und ich bin mal gespannt, was sich die Entwickler da in Zukunft so überlegen werden. Wo der Sim hier gerade so schön am Computer sitzt, können wir ja direkt mal hier was bestellen. Und zwar die Blumen für Einsteiger. Damit hätten wir dann wieder eine Aufgabe erledigt. Jetzt müssen wir was pflanzen. Einmal das Löwenmäulchen und die Lilie, die sich hier befindet. So, und damit hätten wir gleich drei Sachen auf einmal freigeschaltet. Einmal diese Ohranhänger hier, dann diesen Energietrank, das ist jetzt eher weniger wichtig, und das Schrecksucher-Grundstücksherausforderungsmerkmal. Nach ein bisschen Pflanzen erforschen haben wir jetzt damit auch die zweite Quest abgeschlossen und wir sind damit für diese Woche durch. Das ging wirklich schnell. Ganz ehrlich, ich habe schon die ganze Zeit überlegt, ob es irgendeinen Haken gibt. Die Sims 4 ist jetzt mittlerweile free to play und da wäre es ja naheliegend, dass die Events so gestaltet sind, dass man vielleicht doch ein bisschen Geld ausgeben muss. Das war jetzt aber wirklich erstaunlich harmlos und so darf es auch in Zukunft gerne weitergehen. Für alle, die aber viel zu ungeduldig sind, habe ich jetzt noch zwei Tricks, um alle Objekte auf einmal freizuschalten. Zum einen müsst ihr in der Galerie einfach nur nach Event Rewards suchen. Womit ihr hier auch an die verschiedenen Objekte kommt, sie zwar nicht für immer in eurer Auswahl hier unten habt, aber einfach in Häusern oder Grundstücken verwenden könnt. Die zweite Möglichkeit funktioniert per Mod von Die Milchschnitte. Mit der könnt ihr nämlich alle Objekte und alle Merkmale auf einmal freischalten. So sieht das dann im Baumodus mit installierter Mod aus. Also ihr habt hier direkt alles zur Auswahl. Übrigens müsst ihr bei diesem Event auch keine Angst mehr haben, dass die Belohnungen verloren gehen. Die werden nämlich jetzt ab sofort an euren EA-Account gekoppelt. Jetzt würde mich mal eure Meinung interessieren. Wie gefällt euch das Event bisher? Findet ihr diese kleinen Challenges
cool. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da, wenn euch dieses Video gefallen hat. Und dann sieht man sich bei einem der nächsten Videos hier auf simsblog.de wieder.